Schöne Ananas auf Österreichisch. Also was? Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Ja. Also pass auf, das haben wir alles gehört und deswegen machen wir mit euch jetzt den Paartest. Ja? Und da bin ich sehr gespannt. Es bekommt jeder von euch ein Nein-Schild und ein Ja-Schild. Und dann gehen das versteht ihr soweit noch. Das, ja, das okay. Alles gut, ich benutze generell lieber das Ja. Ich bin so eine. Ich bin, ja, sagen. Ja, nein, kann ich schlecht sagen. Das schauen wir uns gleich an. Ja, gehen wir ganz kurz darüber. Achso, aber hier könnten wir den Monitor ganz gut sehen. Ja, das, ist, das soll ja nicht so sein. Also jetzt Rücken an Rücken, Rücken, wie das bei den Hochzeitsspielen immer so ist. Ja. Ihr zeigt eure Karten dann in die Kamera, ja? Ja. Okay. Ah, warte, dann machen wir hier so, ne? Ja, wie du willst. Achso, ich darf der Antwort. Ja. Da kann Anne noch mogeln. Da muss ich auch noch einer hin. Also, ja, der Philipp, unser Chef, könnte sich da vor den Monitor stellen. Ja, aber der ist zu dünn. Ja, der ist zu dünn. Alles gut, ich gucke also nur den Klo an. Natürlich. Wir brauchen ehrliche Antworten von euch. Mhm. Okay? Also, Annemarie, wir fangen mit dir an. Mhm. Die Stylistin bereitet ein Kleid für die Sendung vor, das dir gar nicht gefällt. Ziehst du es trotzdem an? Yes, okay. Da seid ihr euch einig. Also da habe ich noch vor, als ich Stylistin gehört habe, habe ich schon. Ja. Das ist ja auch, da muss man jetzt aber dazu sagen, das ist ganz lustig. Eigentlich ist sie dann auch meine Stylistin, weil ich ziehe mich immer so an, wie du willst. Also Anne sucht erst aus und dann sucht, darf ich mir was aussuchen. Das ist bei uns ganz willkommen genau im Club. Achso. Also hättest du heute ein rotes Hemd angezogen, hättest du ein rotes Sakko. Ja, so ist es. So. Thore, du fährst im Auto, bist spät dran. Vor dir fährt ein Wagen ganz gemütlich mit 50 auf der kurvenreichen Landstraße, auf der du nicht überholen kannst. Ach du Scheiße, ja. Behältst du die Nerven? Yes. War da politisch korrekte Antworten? Nein. Bravo! Klar! Ich weiß ja, wer den Führerschein schon mal abgeben muss. Sei ruhig jetzt. Oh. Da erzählt man hier vorher, weißt du, erzählt man vorher so ein paar Sachen und wir reden noch darüber und haben gesagt, dass ich das nicht sagen will. Erzähl uns ein bisschen was drüber. Ja. Warum musstest du ihn abgeben? Nein, wir machen natürlich gleich weiter mit der nächsten. Nein, weil in Deutschland irgendwie die Blitzautomaten falsch eingestellt sind. Ja, das ist für uns auch so. Warte, wer hat gestern den, nee. So, alles gut. Annemarie, bist du eitler als Thore? Boah. Nein, das ist das geht nicht. Komm, das ist aber eine ganz klare Sache, also wirklich. Nur weil du, ach so, das ist ja nett. Nein, also das muss man, also Anne sieht ja immer super aus und super gestylt und so, aber eitel ist er tatsächlich nicht. Also ich habe heute mehr in den Spiegel geguckt als sie. Und trotzdem. Ja, unsere Maske hat auch gesagt, wird bei dir heute länger gebraucht. Ja. Na gut, machen wir mal. Über unseren Chef gesprochen zuerst. Annemarie, euer Chef schenkt dir zum Geburtstag ein total hässliches Geschenk und überreicht es dir vor versammelter Mannschaft. Kannst du ernst bleiben und so tun, als würdest du dich ganz echt freuen? Oh. Also das Traumpaar seid ihr dann doch nicht. Ja. Ach doch. Vor unserem eigenen, vor dem eigenen Chef nicht. Da haben wir ja, den kennen wir ja gut. Da sind wir ja irgendwie, wir sind jeden Tag zusammen. Da würde man jetzt die Wahrheit sagen. Es gibt aber andere Occasions, also gar andere Angelegenheiten, wo man jetzt, sag ich mal, ein Award kriegt oder so. Da würde man sich zusammenreißen. Sie rechtfertigt sich jetzt gerade so ein bisschen. Nee, ja. Aber ihr könnt halt das auch ausbetteln. Nein, aber das ist ja auch schön. Das ist eine Beziehung, in der gearbeitet wird. Kriegt ihr von eurem Chef Geschenke oder nein, was? Leider nicht. Nein. Aber das wäre der Hinweis gewesen für ihn gerade. Werner? Na, Philipp, das wäre er. Also wir hätten schon noch gern mal einen. Aber wir haben nachher noch, das können wir jetzt schon sagen, wir haben noch Geschenke für euch mitgebracht. Oder eher gesagt für Sie zu Hause. Von unserem Chef. Ja, verlosen. Ne? Ja, genau. Sie gibt es auf facebook.com/kaffeepuls mit euren Unterschriften drauf. Ja. So funktioniert das. Also es funktioniert ja doch so mit Deutschland und Österreich, oder? Ja, komm, nächste Frage. Nächste Frage. Na gut, machen wir noch eine, ganz schnell. Okay. Für einen Beitrag soll Thore verschiedene ekelhafte Spezialitäten aus fernen Ländern mit verbundenen Augen verkosten, ohne zu wissen, was auf ihn zukommt. Machst du es oder nichts? Ich weiß es vor dir, Hase. Du es machst. Okay, einen Applaus für Annemarie und Thore. Ja! Yeah. Bis jetzt waren wir gar nicht so schlecht, oder? Nein, der war's gut. Der war's gut. Wir haben noch viele Prüfungsfragen im Lauf der Sendung. Bis 10 geht's ja noch weiter. Ja, gut, komm. Yippie. Aber gleich feiern wir hier in Café Puls einen ganz großen Musiker, von dem uns